Thank you.
Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Hallo, ich bin wieder da. Vormittag waren wir ja schon fleißig. Und wir sind immer fleißig. Warum sage ich es überhaupt noch dazu? Wir haben dem lieben Wallewudel einen Körper gebaut. Und jetzt kriegt er was zum Anziehen. Kann ja nicht ewig nackig herumrennen, das geht nicht. Ist nicht jugendfrei. Er braucht was zum Anziehen. Ich habe gut gegessen, ihr hoffentlich auch. Seid alle satt. Und habe hier ein bisschen noch vorbereitet. Braune Wolle mir dazu geholt. Blaue Wolle mir dazu geholt. Und grüne Wolle mir dazu geholt. Es liegt hier alles griffbereit. Hier ist Wallewudel. Noch nackig, aber das werden wir gleich ändern. Ich habe noch Weiß hier, Gott sei Dank. Ich habe auch noch Hautfarbe hier, die werden wir auch gleich brauchen. Ich habe schon vorbereitet hier ein bisschen abgemixt, das, was er dann als Haare bekommt. Das ist die Mischung aus diesem Ocker und diesem hellen Grün. Hier schon leicht abgemixt. So, was habe ich noch? Sonst habe ich hoffentlich eh auch alles, was ich brauche. Das werde ich brauchen. Das werde ich nicht brauchen. Weg damit. Habe ich heute noch was zum Abmixen? Keine Ahnung, wir legen es uns mal zurecht. Vielleicht nochmal bei den Haaren. Ja, vielleicht bei den Haaren. Aber fangen wir jetzt mal an, dass wir ihm noch Haut dort verpassen, wo er jetzt noch quasi nicht sonnengebräunt genug ist, sagen wir mal so. Also schnappen wir uns hier Hautfarbe. Das ist diese hier. Und überlegen wir, wo wir jetzt überall noch Hautfarbe wirklich dann zu sehen bekommen. Hier ist die Vorlage. Das war die Konzeptzeichnung. Hier, eigentlich war es nur ein Farbkonzept. Das heißt, hier am Hals sieht man Haut. Unter den Ärmeln würde ich auf jeden Fall noch mal Haut, aber da ist eigentlich schon ziemlich weit rauf, aber ich werde trotzdem noch ein bisschen weiter rauf Haut ansetzen. Ich möchte auf jeden Fall unten bei den Knöcheln Haut noch ansetzen. Denn Wallewudel bekommt anders als es zum Beispiel. Ich hole mal Franco wieder mal dazu. Franco hat ja schöne hohe Stiefel bekommen. Da ist es egal, da sieht man keine Haut. Da steckt die Hose bis unten drin und da kann nichts passieren, egal wo er sich hinbewegt. Da braucht man nichts. Wallewudel soll aber eher flache, leichte Schuhe bekommen. Also möchte ich da auf dem Fuß auf jeden Fall noch ein bisschen Haut dann haben. Was sollte die Hose ein bisschen raufrutschen, dass man da die Knöchel sieht? Und das wäre es dann eigentlich. Also hier rundherum noch Kopf, Hals, bisschen Brust. Das sollte eigentlich dann reichen. Sage ich jetzt mal so salopp. Gut. Dann werden wir aber doch noch die Schuhe ein bisschen vorarbeiten. Ich möchte da nicht so viel Braun verwenden müssen. Da gehen wir nochmal mit Weiß drüber, damit man den Draht wirklich nicht sieht, dass die Füße schön eingepackt sind. Dann machen wir die Haut und dann geht's weiter. Das zum Thema Pläne und wie man sie über den Haufen wirft. Nein, also wir machen geschwind die Füße, dann die Haut und dann geht's weiter. Also legen wir die Hautfarbe nochmal weg. Schnappen uns hier hinten ein bisschen Weiß. Und dann schnappe ich mir gleich mal die Brille, die ich leider jetzt vergessen habe zu putzen. Macht nichts. Ich sehe trotzdem durch. Die Hauptsache. Hauptsache, ich sehe was. Ich sehe was. So da.
Da unten haben wir unsere Füße ja schon vorbereitet. Das ist ja nichts anderes als da unten eine Schlaufe aus Aluminiumdraht, um die wir schon mal Wolle herumgefilzt haben. Da lege ich jetzt nochmal Wolle drauf. Diesmal schaue ich auch, dass das wirklich vorne drüber geht. Muss also nicht bis ganz nach hinten gehen. Hauptsache, es geht vorne. Ich zeige es mal hier. Hauptsache, es geht da vorne noch ein bisschen was drüber. So. Nach unten drüber legen. Dann mache ich nach oben. Und die andere Seite drüber legen. Dann nehme ich jetzt die mittlere Nadel, die gelbe. Filz das hier mal an. Aufpassen, wo die Finger sind und wo man reinpiekst. Also in die Schlaufe innen die Wolle schön hineinfilzen. So. Dann drehen wir es um. Filzen von oben rein. Das nähert sich schon wieder dem hinteren Bereich des Fußes, was wir überstehen haben, aber bevor es sich endgültig verzieht, knicken wir es vorne um. Ich klappe es jetzt mal nach unten weg. Ja. Hallo rote Orchidee, schön, dass du auch wieder dabei bist. Hallo Kairos und hallo Firefly. Schön, dass ihr mich am Nachmittag auch begleitet. So. Also, das vorne umschlagen nach unten, dass das vorne auch schön über den Draht drüber geht. Ja, Vorsicht mit dem Festhalten und hier hineinfilzen. Einfach mal, damit es hier hält. Ja, Vorsicht beim Festhalten. Schön schauen, wo sind die Finger, wo ist die Nadel, wo ist mein Filzstück. So, das hält hier mal. Das kann ich oben nochmal nachfilzen. Der Draht vorne ist jetzt eingepackt. So, das hält mal, den Rest machen wir nachher. Kümmern wir uns noch um die zweite Seite, wieder Wolle. So, wirklich schön schauen, dass vorne was drüber steht. Dann einmal umlegen. Ja. Einmal umlegen. Zweimal umlegen. In der Mitte anfilzen, damit es hält. Schön in der Mitte von der Schlaufe. Umdrehen und von oben anfilzen für den Halt. Aufpassen, dass sich das Überstehende nicht so weit nach hinten verzieht. Das soll da schon halten, weil wenn wir das sonst nach vorne ziehen, dann rutscht das von hinten wieder nach vorne. Wollen wir ja auch nicht. Also. Und dann das, was vorne drüber steht, hier wirklich drüber ziehen, über den Draht. Und unten. So. Und unten festfilzen. Einfach mal festfilzen, damit es einfach nur hält. Und gleich mal einen Schluck nehmen, weil schon wieder ein Frosch ins Hälschen hinein gehüpft ist. Prost! So, na,
und dann schön brav von oben den Fuß auch festfilzen. So. Und weil wir da jetzt gerade dabei sind an dem Fuß, da gehe ich jetzt, gehe mal ein bisschen näher. Da, ich gehe jetzt hier entlang mit der Nadel, hier oben, da unten ist der Draht, also hier verläuft der Draht. Ich gehe jetzt oberhalb und dann unterhalb mit der Nadel einfach mal von der Seite rein. So. Einmal oben, einmal unten. Ich spüre mit der Nadel, wo der Draht verläuft. Also wenn ich da nicht weiter raufkomme, dann ist da der Draht. Ja, sieht man da schön die Einstiche auch. Da gehe ich jetzt mal entlang am Draht und filze hier mal von der Seite so rein. Dann kriegt das Ganze mehr Stabilität von der Seite. Ja. Das zweite Fussi auch so. Ja, wo ist der Draht? Ich spüre ihn hier. Da gehe ich entlang. Vorsicht beim Halten, dass die Finger nicht runterkommen. Fixen wollen wir uns wie immer nicht. So, entlang oberhalb und hier entlang unterhalb. Gleiche mache ich jetzt beim anderen Fuß von der Innenseite. Dreck mal ein Füßchen weg. Das ist das Schöne an den Figuren, man kann sie ja dann verbiegen, in welche Richtung man auch immer es gerade braucht. Ja, hier auch einmal oben rum. Einmal unten rum. Ja. Dann wird der Fuß eben wirklich auch wieder schlanker und ist nicht so breit wie hier jetzt noch. Hier ändern wir es auch noch, indem wir hier auch von innen. Ja. Von innen einmal oben. Oben entlang. Einmal unten entlang. So. Und sind sie schlanker, die Füße. Und jetzt können wir wieder ordentlich von oben, ich gebe mal Füßchen daher, wieder von oben ordentlich hineinfilzen. Das, was wir jetzt oben zusammengeschoben haben, kriegen wir jetzt als Material in die Mitte, in diesen Schlaufenteil. So, vorsichtig mit der Nadel. Hier drunter ist der Draht ja auch einmal zusammengedreht, damit die Schlaufe hält. Und da wollen wir mit der Nadel nicht zu fest draufdrücken. So, da. Hier mal drumherum. Jetzt sitzt das schön auf der Schlaufe auf. Das gleiche am zweiten Fuß. Hier wieder das, was wir da nach oben gekriegt haben, an Material in die Mitte hineinfilzen. So füllt sich die Schlaufe schön. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Alles, was von der Seite kommt, auch da schön rein. Schön hinein da. Jawoll. So, und dann von unten, wenn wir das jetzt so unten reingepiekst haben,
Von unten fällt es mir jetzt gegen. Kinder auch in der Mitte. Mit der Nadel nochmal richtig schön fest durch. Ja, sie ist noch locker. Die machen wir dann auch gleich. Ferse ist dann nämlich wichtig für den richtigen Stand. Ja, zweiter Fuß. Gleiches Spiel. Hier auch wieder schön fest reinfilzen. Gerade. Wenn ich jetzt versuche, ihn hier auszubalancieren, dass er von selber steht, wird es ein bisschen schwierig, aber er steht. Du kleiner Schelm, jetzt wollte ich zeigen, dass du nicht stehst von selbst und dann kriege ich auf Anhieb hin, dass du stehst. Gut, Vorführeffekt. Normalerweise ist es wichtig, dass man hinten eine ordentliche Ferse fällt, die wirklich nach hinten geht, aber in dem Fall, wenn man da so schaut, ich habe ihn auch leicht nach vorne gelehnt. Es ist immer so eine Frage von Schwerpunkt. Wenn ich ihn jetzt ein bisschen nach hinten verfrachte, gibt er mir natürlich nach hinten weg. Ne? Wenn ich dabei eine ordentliche Ferse habe, dann habe ich da ein bisschen mehr Spielraum, je nachdem. Muss er sich dann nicht so weit nach vorne lehnen. Und schon steht er wieder. Ach jo. Immer diese Vorführeffekte. Nichtsdestotrotz, du kriegst jetzt ordentliche Fersen, mein Kleiner. Damit fangen wir an mit dem kleineren und mit dem größeren Stück. Fangen wir mit dem kleineren an. Nein, fangen wir mit dem größeren Stück an. Das zerteile ich jetzt auch in zwei Hälften, wie üblich. Wenn wir was auf zwei Seiten gleich machen. Dankeschön. Ja, wenn man es will, dann geht's nicht. Wenn man sagt, es geht nicht und man versucht es, dann funktioniert es. Das ist der klassische Vorführeffekt. Also, ich lasse mich immer so leicht ablenken. Ich habe hier jetzt so ein Stückchen, das ich hier mal zusammenfalte. Auf klein. Das heißt einmal von außen, nochmal umlegen. Dann habe ich hier ein, ja, rundlicheres Teil, rundlich bis eckig, mit einer losen Seite hier. Jetzt lege ich dieses zusammengefaltete hinten an der Ferse an. Da. Nehmen wir dich da mal ein Stückchen hinüber. Hier lege ich das jetzt mal an, also wirklich direkt Ferse. Vorsicht beim Festhalten. Und filze es hier mal ganz vorsichtig, einfach nur so, dass es hält, leicht am unteren Rand an. So, und das lose Teil ziehe ich unten über den Fuß, also so richtig über die Fußsohle. So, und filze ich das da mal an. Vorsicht, wie gesagt, hinten ist der Draht auch nochmal umdreht. Also doppelt, damit die Schlaufe, die wir daraus geformt haben, so auch als Schlaufe natürlich hält. So, da fühlt sich jetzt unten eben dieses lose Ende hier mal an. Dann verrutscht man hier auch die Ferse nicht mehr. Und dann kann ich hier am Ende hier um die Ferse rundherum die Fersenränder hier anfilzen. Ja. Hier hinten noch aufpassen.
Und das sollte jetzt wirklich plan verlaufen. Also wirklich, da, man hat hier dann die Fußsohle. Und die geht hier in die Ferse einfach über. Die fühlt sich jetzt am oberen Rand hier noch fest. Komm her da, lass dich da reinfilzen. Und das soll wirklich plan sein. Also wenn man jetzt hier schaut, den Fuß hier hat, hier noch die Ferse hat, die drüber hinaussteht. Das ist Sinn und Zweck dieser Übung. Das hält jetzt mal. Dann nehmen wir das zweite Teil. Ja. Hartnäckiges Froscherl. Prost. Und auch hier wieder zusammenlegen von einer Seite, von der anderen Seite, von oben. Na, da dieses Nupsi hier, dieses rundeckige, gefaltene etwas da zusammenbringen. Und hier wieder den losen Teil haben. Ist auch hier wieder drauf. Direkt hinten auf die Ferse. Das lose Teil wieder unten über den Fuß ziehen. So, einmal vorsichtig festfilzen, nur damit es mal so hält. Untere Linie. Dann wirklich nach vorziehen, dieses lose Teil. Und unten an der Fußsohle fest. Also hier reinfilzen, den losen Teil hier hinten, legt das zusammengefaltene. Hier schön rein. Nein, du verziehst dich nicht nach vorne. Sicher nicht, du bleibst da. Und dann schön um die Ferse wieder drumrum, dass dir da schön an der Stelle bleibt. Und noch oberhalb. Natürlich alles, was da jetzt noch so drüber steht, auch gleich wieder mit reinfilzen. Wegstehen soll nichts. Alles, was so wegsteht, ist eine Gefahr, dass man es später, wenn man irgendwo einfädelt, wieder runterzieht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir auf keinen Fall. Und hier halt wirklich aufpassen, was man wo wie festhält. Weil wir da eben nicht direkt auf die Unterlage filzen, sondern quasi in die Luft filzen. Und da könnte es schnell passieren, dass man mal mit dem Finger dahinter kommt. Und schon. Ah, hallo Stiefelbär. Grüß dich, wie geht's dir? Und da kann es natürlich dann schnell passieren, dass man mit dem Finger nach hinten kommt, sticht man sich rein und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Dachte mir, ich streame heute mal am Nachmittag auch. Ich war so gut am Filzen, da haben wir gedacht. Sehr gut. Da helfe ich dir gern dabei beim Entspannen. So. Sind schon ziemlich weit. Also er hat jetzt schon einen Körper. Jetzt sind wir gerade unten bei den Füßen, dass wir die ausarbeiten. Und da habe ich ihm jetzt gerade Fersen draufgesetzt, weil das einfach für den Stand, die Stabilität viel besser ist. So, jetzt nochmal hinstellen. Die Füße ausrichten.
Ja. Dann steht er wie eine Eins. Passt. Da steht er. Mein kleiner Dicker. Na, gerade der Popo ist noch ein bisschen zu weich. Der löst sich dann noch zu leicht ab. Es stört nicht, der kriegt jetzt dann eh gleich eine Hose drüber. Aber das heißt, alles, was wir da gemacht haben, ist mehr oder weniger nur Polstermaterial. Aber trotzdem, aus Prinzip sollte er schon halten. So, ein bisschen lose. Ja, sag du mir. Ja, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. So. Dann gehen wir da jetzt nochmal mit Weiß drüber. Einfach damit wir da einen schönen Abschluss haben. Und dann machen wir da eine Farblage drüber in der Hautfarbe. Ja, genau. Üben, üben, üben. Also es ist die oberste Regel, üben, üben, üben. Nein, die oberste Regel ist erstmal anfangen und dann zweitoberste Regel, üben, 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 üben. Es wird von Mal zu Mal besser. Also wenn du dir anschaust, was meine ersten Figuren waren, frage nicht. Aber je mehr man macht, desto besser wird's. Ja. Prost! Das heißt, jetzt noch aus den zwei kleinen Stückchen Weiß legen wir da auch ein paar Lagen, kupfen wir klein links übereinander und legen es hier an. Und filzen es da drauf. Dann haben wir dann einen schöneren Übergang. Einfach hier von hinten mal an die Achillessehne hier dran. Das sieht man schon hier. Sieht man es? Ja. Da sieht man eben noch den Spalt zwischen dem gerade angesetzten und der Ferse. Wenn wir das jetzt umdrehen und von oben reinfilzen, dann schließen wir diesen Spalt. Ja. Weg ist der Spalt. Oder zumindest nicht mehr so krass zu sehen. Hier noch alles, was hier wegsteht. Auch reinfilzen. Hier innen steht noch ein bisschen was. Das filzt man natürlich auch rein. Da. Gib mal das Füßchen zurück. Und hier noch diese ganzen Ränder einfach wegfilzen. In den Fuß hinein. Ja, da sehe ich aber. Da gehen wir aber noch drüber. Ja, man muss ein bisschen ausprobieren. Das sitzt alles nicht so gescheit. Aber durchs Bewegen fällt es dann auf. So, also da gehen wir jetzt großzügig nochmal her, legen da nochmal schön weiß an. Und filzen das jetzt nieder. Rein damit. Rein damit, rein damit, rein damit. So. Hier noch nach hinten. Auch wenn das nur Polsterung ist, aber
So ein klaffender Spalt, der gehört da definitiv nicht rein. Und wenn erstmal die Hose drüber ist, kann ich nicht mehr viel nachtun. Da ist nicht mehr viel mit korrigieren. Hier noch schön an den Schenkel dran. Dann ist dieses Loch auch weg. So, jetzt nochmal ein bisschen bewegen. Ja. Kann er sich da bewegen? Da öffnet sich nichts mehr. Mal draus. Nein, das passt. Das passt. Da noch zwei Pixel. So, aber jetzt. Jetzt haben wir es. So. Unsere Ferse hier haben wir ja. Hier brauchen wir noch. Also da das kleine Stückchen nochmal. Ein bisschen rupfen. Hier wieder drauf. Vorsichtig festhalten links und rechts und in der Mitte anfilzen. Soll hier schön hinten halten. Dann auch wieder von oben nach unten in die Ferse rein. Dann ist der Spalt auch wieder weg. Dann einmal außen reinfilzen, was hier noch Rand ist. Alles, was da so absteht, fällt es mal da schön an. Und innen genauso. So, Fussi wieder weg. Hier schön drüber legen. Und schön die Ränder hineinfilzen. Bisschen schauen, wo jetzt noch was wegsteht. Mit der feinen Nadel. Vorsichtig. Da noch reinarbeiten. Wie üblich kriegt man natürlich auch da schön die Fasern dann weg. Und wenn wir schön oberflächlich bleiben, dann kann eigentlich der Nadel auch nicht viel passieren. Ja. Es ist jetzt eine neue und ich hoffe, dass die jetzt wieder die nächsten 3,5 Jahre hält. Ich werde mein Möglichstes tun. So. Gut, kommen wir wieder zurück zu dem Hautfarbteil. Füße haben wir jetzt soweit mal vorbereitet. Wir haben eine schöne Ferse dran und haben den Fuß schön eingepackt. Und jetzt werden wir da diesen Knöchelteil und noch ein bisschen was oben Fuß, werden wir jetzt mit der Hautfarbe bedecken.
So. Da zupfen wir uns mal wieder so ein breiteres Stückchen zurecht. So eine schöne Farbschicht. Die legen wir hier jetzt mal an. Quasi am unteren Stück Oberschenkel und ein bisschen nach vor auf den Fußrücken. Ich nehme jetzt mal wieder die feine Nadel und arbeite ganz vorsichtig den eine Kante hier mal an. So. Und dann wickle ich es hier unten um den Fuß herum. Und dann schauen wir mal, wie gut es gedeckt hat. Vorne schon mal recht gut. Willst das hintere Ende hier mal an, damit das hier hält. Und es geht mir da wirklich nur darum, dass wenn die Hose drüber kommt und die bei den Bewegungen sich in die Höhe hebt, dass man unten dann Haut erkennen kann und nicht den weißen Unterbau. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Es ist nicht vorgesehen, dass das Wallewudel irgendwann da sich seiner Kleider entledigt in dem Film. Somit muss ich auf das keine Rücksicht nehmen. Ich kann ihn da wirklich gut einpacken. Mit Kleidung und nur an bestimmten Stellen ein bisschen Haut zeigen. Vielleicht von der Seite komme ich besser ran. Ja, da ganz vorsichtig. Da rutscht man ruckzuck zwischen die Alu-Drähte hinein. Das wäre für die schmale Nadel natürlich dann fatal, wenn man dann die falsche Bewegung macht. Ganz sanft mal hier arbeiten und einfach nur die Farblage da reinarbeiten. Wirklich Vorsicht hier an der Ferse. Da ganz vorsichtig. Ganz zart, ganz kleine Piekser. Aber es geht einfach mit der feinen Nadel am schönsten, weil man es schön reinarbeiten kann. Da kriegt man einfach die sauberste Oberfläche hin. Das wäre da unten auf jeden Fall gut, weil wenn die Hose da noch ständig drüber rubbelt, da sollte nicht viel wegstehen. So, also wirklich vorsichtig von allen Seiten hier schön reinpieksen und die Farbschicht schön reinarbeiten. Und natürlich wie üblich auch auf die Finger achten, auf die eigenen. Denen soll ja auch nichts passieren. So. Dann machen wir mal den Test. Dann so ein bisschen drüber. Schauen, wo sich es vielleicht noch ein bisschen löst. Da könnte man noch drüber gehen. Da
gibt es noch ein bisschen nach. Ja, ansonsten sitzt es jetzt eigentlich schön fest. Da vielleicht noch. So muss das sein. Genau so muss das sein. Dann machen wir das gleiche nochmal auf der zweiten Seite beim zweiten Fuß. So, da ziehen wir es auch wieder auseinander, die Farblage. Da steht was weg. So, legen die auch natürlich wieder an, bilden die eine Seite für den Halt mal an. Dann legen wir es wieder schön rundherum um den Fuß. Und filzen das andere Ende wieder fest. Dann hält das schon mal und dann filzen wir die ganze Lage schön an den Fuß dran. Schön vorsichtig da hinten wieder. Für da drunter so richtig den Draht. Also der geht ja wirklich bis daher. Da bin ich ruckzuck drauf mit der Nadel. Da muss ich wirklich aufpassen. So, da ist eine dunkle Faser drin, die mag ich da nicht. Komm raus da. Die erwischt. Die ist zumindest nicht mehr. So. Hier schön dran an den Fuß. Und mit schönen kleinen schrägen Stichen hier wieder ganz vorsichtig da hinten auch die Fasern von der Farblage hier hineinarbeiten. So, immer wieder ein Stückchen weiter drehen und ein bisschen weiter pieksen. Gib mal den Fuß zurück, sonst sieht man nichts. Sonst sieht man ja nichts, Sadali. Immer weiter. Da kann ich schön vor noch auf den Fuß ziehen. Hier muss ich noch, da ist noch fast nichts. Da
Und je schräger, desto besser. Und hier ist es natürlich angenehm. Ich kann ihn da hinten festhalten und da vorne arbeiten. Da kann meinen Händen nichts passieren. Und ich kann ihn wunderbar drehen. Und dann wird auch der Unterschenkel noch schön fest. Schönes hartes Schienbein. Das sind die Stellen, die ruhig auch dann wieder fester gefilzt sein können, weil da wird sich in der Regel auch nicht viel bewegen. An den Gelenken ja, da schön weich. Knie muss sich bewegen können. Wenn der Unterschenkel jetzt ein bisschen fester ist und sich dann nicht mitbewegt, hört es nicht. Der muss ja nicht abknicken. Also an Gelenken, also sprich natürlich auch hier aufpassen, wie stark man da hineinfilzt. Da muss es beweglich bleiben. Aber überall dort, wo man sagt, da ist ja sowieso Knochen, da soll sich nichts unnatürlich abbiegen. Das kann man schön fester filzen. So, hier vorsichtig. Nach da drunter ist man schnell mal im Draht. Dann muss man aufpassen, dass man die Nadel wirklich so rauszieht, wieder, wie man es reingepikst hat. Aber mal drüber. Da vorne ist es noch nicht so fest. Da gehe ich noch mal ran. So, noch ein bisschen von der Seite. Jetzt nochmal greifen. Ja, fühlt sich eigentlich jetzt gut an. Da schiebt sich fast nichts mehr. Da könnte man, oh ja, da könnte man nochmal. Mir zuerst noch nicht aufgefallen. Lieber öfters mal testen. So. Hat leicht, also man kann leicht hier die Wolle noch drehen, was ja gut ist. Aber oben soll sie nicht mehr runterrutschen. So. Ja, das passt schon mal. Dann gehen wir da jetzt nochmal drüber. Erstens verschwinden dann auch noch da hier diese im Moment noch unschönen Spalten zwischen den einzelnen Fingerelementen. So ist es zumindest mal geplant.
Schauen wir mal, ob wir es auf Anhieb hinkriegen. So. Wir tasten uns da jetzt einfach mal heran, Stückchen für Stückchen. Fangen wir mal auf der Seite an. Gib mal dein Ärmchen, Dankeschön. Da legen wir mal. Nicht da was? Nee. War nur ein Schatten. Legen wir hier mal an. Traue ich es mich mit der feinen? Nee. Ich bin feig. Ich nehme jetzt mal erst die mittlere zum Anfilzen. Dann wickle ich hier drumherum. Gefällt mir so noch nicht. Ich ziehe es ein Stückchen weiter nach vorne. Fange ein bisschen weiter vorne an zu wickeln, gleich direkt unterm Handgelenk. Jetzt ist es mir aber zu dünn geworden. So, ein bisschen auseinanderziehen wieder. So. Hier. Direkt am Handgelenk ziehe ich es jetzt drumherum und gehe hier noch weiter nach Richtung oben, Richtung Oberarm. So. Das Ende fixiere ich hier jetzt mal. Soll mir ja halten. Dann gehe ich hier nur mit kleinen Stichen mal so seitlich durch und piek's gar nicht erst großartig rein, weil da geht mir die Nadel sicher kaputt. Da ist so viel Draht drinnen. Also wirklich nur oberflächlich das Aufgelegte so quer miteinander verbinden. Ja. Da ist schon wieder so eine dunkle Faser. Komm raus. Na komm her da. Kommst du her? Ja komm. Ja komm. Hab dich. So. Das muss ich jetzt natürlich auch wieder rein. Wissen, was ich da aufgezupft habe. Also wirklich nur so oberflächlich, gerade dass das so ineinander geschoben wird. Und dann ist es gleich viel runder und nicht mehr so eckig wie hier. Ja. Also da, schön rund. Hier, noch eckig. Das war unser zweiter Teil. Für die zweite Hand, die machen wir jetzt natürlich auch. Wieder so ein flaches Bändchen hier.
Und noch geschwind was trinken, Prost. Kann ich es denn gut anlegen, dass ich es gut reinfilzen kann? Machen wir es mal so. Patschehändchen her. Dann mit der gelben Nadel hier mal schön anfilzen, dann hält es wirklich gut. Verstärkt mir hier zwar nochmal diese Rille, aber das macht ja nichts. Und dann noch hier wieder schön direkt unterm Handgelenk anlegen. Hier drumherum. Schauen, dass es schön breit bleibt. Und weiter. Und weiter. Upsi. Da bleibst. Hier drumherum. Und da auch das Ende wieder schön fest filzen. Muss hier wirklich halten. Darf nicht wieder aufgehen. Und den Rest einfach nur wieder so oberflächlich ineinander verschieben. So, ein bisschen hier. Ein bisschen hier. Hoppi. Lieber vom Körper mal wegfilzen. Hier noch ein bisschen. So, dann zeig mal her. Da gehe ich jetzt nochmal mit der gelben drüber. Da könnte ich nämlich ruhig noch ein bisschen fester filzen. Sehe ich da gerade. Muss halt nur aufpassen, dass ich diesmal nicht wieder diese Rillen da reinkriege, weil ich nur zwischen den Drahtteilen da vorbeisteche und das dann ein bisschen fester haben. So. So, dann leg mal die Händchen an.
Ja. Können wir es lassen. Jetzt lege ich aber da noch eine Schicht zu, ellbogenmäßig an. Da halt wieder aufpassen. Ach, lieber mit der gelben anfilzen. Sicher ist sicher. Hier mal drum rumlegen. Ich glaube, die Schicht ist eher für mich psychologisch. Dass ich weiß, sie ist da. Wirklich brauchen werde ich es wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass der Ärmel so weit raufrutschen wird jemals. Und auch hier wieder nur mit so flachen kleinen Peaks an diese Farblage oberflächlich fixieren. Die ist jetzt auch nicht so mega deckend. Die ist wirklich, glaube ich, für mich nur jetzt psychologisch, dass ich weiß, sie ist da. Sollte was sein, kann ich den ja noch ein bisschen weiter raufschieben. Geplant ist es nicht, aber was weiß man? Was weiß man? Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ja, da tue ich mir jetzt auch gar nicht großartig was an, das ist einfach nur geschwind. Alles, was da wegsteht, schneide ich dann eh weg. Upsi. Bei der zweiten Hand natürlich auch mit der gelben wieder geschwind fixieren. Dann drumherum. Um den Ellbogen. Da hinten fixieren. Ups. Alles geschwind mal reinarbeiten, was sich reinarbeiten lässt. Und den Rest schnibbeln wir weg. Was da dann noch absteht. Also wirklich nur hier so oberflächlich außen. Ohne viel Tamtam. Und ohne, dass wir die Nadel in Gefahr bringen. Ganz entspannt. Und hält das Ganze. Noch eben ein bisschen. Dann kann ich so noch ein bisschen reinpieksen. Passt.
Den noch was weg. Da gehört noch, das ist noch zu lose hier. Das brauche ich nicht wegschneiden, das gehört erst reingearbeitet. So. Aber jetzt. Genau, alles, was jetzt noch wegsteht, entweder zu dick zum Reinpilzen, legt sich nicht schön hin. Oder will halt einfach nicht. Wer nicht will, der hat schon. So. Geschwind drüber geschnippelt. Bei den Fingern immer gut achten. Wenn man was wegschneidet, dann wirklich nur Fasern, die wegstehen. Wenn man vorne in die Finger reinschneidet, löst sich das Ganze wieder. Das wäre doof. Das wollen wir nicht. So. Ganz vorsichtig. Schon kitzelt es mich wieder an der Nase. Ah, sind diese kleinen Fasern, die dann da herumschwirren. Ja, ich hab dich auch lieb. So, dann brauchen wir unbedingt jetzt natürlich am Hals Hautfarbe. Sieht auch ständig am Kinn, dass das so hell ist. Versuchen wir dann noch dunkler zu kriegen. Das sind einfach so die Sachen, die fallen da auf, wenn es das Filzwerk immer wieder drehst. Nochmal übereinander legen, das soll schön decken. Das soll schön decken. Schauen wir mal, dass wir es diesmal gut erwischen, da unten am Kinn.
Den Daumen lieber schön weit weghalten. Sonst ist es ruckzuck wieder geschehen oder so. Das will ich nicht. Nö, nö. Keine Pixar, bitteschön. Schon ja. An Beweglichkeit haben wir nichts eingebüßt. Passt alles. Aber es ist jetzt schön abgedeckt. Aber irgendwie ist das Grübchen jetzt verloren gegangen. Egal. Kann man ja nachher später im Finish nochmal nacharbeiten, wenn wir wollen. Vielleicht sind wir dann eh froh, dass es nicht da ist. Was weiß man. Dann ab zum Hals. Erst noch schauen. Da lachen mich noch ein paar so dunkle Faserchen an. Die hole ich noch raus. So, habe ich. Dann ziehen wir es uns wieder mal in die Länge. Es soll ein bisschen höher sein als der Hals, damit man beidseitig, also sowohl auf der Kopfseite als auch unten auf der Brustseite, ein bisschen Material drüber stehen haben, dass wir es in den Kopf und in den Brustbereich schon einarbeiten können. Und dann legen wir es hier mal drumherum. Der Hals selber ist ja eher sehr locker hier. Muss er auch, damit er beweglich bleibt. Und auch wirklich schön mit den Bewegungen mitgeht. Und genauso locker soll es natürlich auch. Macht so dunkel. Soll es natürlich jetzt auch mit der Farbschicht weitergehen. Die muss ja da auch schön mitgehen. Also fummel mir hier mal dazwischen. Fühlt sich da hinten mal leicht an. Einfach für den Halt. Achtung auf den Draht darunter. So. Und dann gehe ich hier locker flockig mal drumrum. Dann ziehe ich es da vorne nochmal drüber. Ja, dass sich die Wolle jetzt so verteilt, dass sie wirklich rundherum annähernd gleichmäßig verteilt ist. Da kann ich dann schon in Richtung Brust runterziehen. Das fixieren wir hier mal drauf. So. Und dann geht's los. Dann dieses Ende mal hier reinfilzen. Ganz vorsichtig, ganz zart für den Anfang. Hier runterziehen. Richtung Rücken. Im Nacken. Und auch hier wieder vorsichtig pieksen. Da ist überall Draht noch drunter. Also nicht zu heftig, sondern einfach mal vorsichtig. Einfach für den Halt, fürs Position fixieren. Und dann näher an den Hals heran. Hier noch den Rand fixieren.
Und von den Rändern Richtung Hals dann langsam vorarbeiten. So. Hier auch. Auch noch nicht zu weit, weil vorher kümmern wir uns auch noch um das obere Teil. Aber einfach mal unten hier. Mal drauf. So. Dann stellen wir ihn auf den Kopf. Der arme Kerl macht heute was mit. Und dann filzt man das, was nach oben absteht, in den Kopf rein. Fangen jetzt mal hier hinten an. Gib mal den Kopf gerade, mein Schätzchen. Und da füllt sich's mal hinein. Man merkt dann auch gleich wieder den Unterschied. Der Kopf ist wirklich schön hart gefilzt. Da kommt dann richtig Widerstand bei der Nadel. Während da unten alles ganz weich noch ist. Wie gesagt, muss sein. Sonst bewegt er sich nicht gescheit. So. Ganz zarte kleine Piekserchen. Schön oberflächlich, gleich mal schön schräg. Da passiert am wenigsten. So, Achtung, hier dann nach vorne. Und immer von eben oben Richtung Hals nach, in dem Fall nach unten dann jetzt arbeiten. So, immer von den Außenrändern Richtung Mitte. Dass man sich da langsam annähert, wie der Hals hier verläuft. Achtung, da drunter ist Draht. So. Dann hier den Hals mal ganz zart auch außen. Es soll ja halten, aber es soll wirklich nur so ein oberflächliches Verbinden der Schichten sein, dass ich das alles schön mitbewegen kann. So, hoppla. Was bist du und was machst du hier? Dann hier vorne jetzt beim Kinn.